heute bei Wer weiß denn sowas? Das Duell der Zauberer. Simon Pierrot im Team mit Bernhard und Thorsten Hafener im Team mit Elton. Und jetzt geht's los. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie diesen Wochenausklang mit uns verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend. Sie sehen, unser Publikum hier im Studio hatte offensichtlich eine sehr gute Woche und einen sehr schönen Tag. Super Stimmung hier. Ich hoffe, bei Ihnen zu Hause ist das nicht anders. Wir haben uns tolle Gäste eingeladen. Der iPad-Magier Simon Pierrot ist bei uns zu Gast und spielt mit Bernhard Heukamp. Und auf der anderen Seite Zauberkünstler und Mentalist, Buchautor Thorsten Hafener im Team mit Elton. Und um es aus dieser übersinnlichen Welt gleich ein bisschen aufs Bodenständige zurückzuführen, wussten Sie eigentlich, dass es ca. 4000 registrierte Tomatensorten gibt? Das finde ich eine Menge. Ja, schon was gelernt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, nur kurz für Sie, so als Zwischenbemerkung, da kann ich jetzt zum Beispiel nicht versprechen, dass dieser Moment den Schnitt übersteht. Dann summe ich es jetzt ununterbrochen. So, wir gucken mal auf die Zuschauerverteilung. Wie hat sich unser Publikum heute hier schon vor der Sendung entschieden? Für welches Team haben sich entschieden? Hinter Bernhard und Simon sitzen 72 Zuschauer. Hinter Elton und Thorsten 54. Und damit sind wir bereit. Hier sind die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind unsere Erde, Trick 17, damals, Einspruch, das Wetter, Fremdsprachen, was passiert wenn, tierisch, tierisch, Obst und Gemüse, das Fragezeichen, Luftfahrt und Schönheit. Hinter Bernhard und Simon sitzen ein paar mehr. Es ist nicht die absolute Mehrheit, aber es ist eine große Koalition. Es reicht zu regieren. Du hast Ahnung von Technik? Also nehmen wir Luftfahrt. Warum nicht? Ich zaubere mit iPads, nicht mit Flugzeugen. Also dann nehmen wir doch nicht Luftfahrt. Luftfahrt, erste Kategorie. Frage 1 in dieser Sendung. Warum beschäftigt der Hamburger Flughafen einen eigenen Imker? Wissen die aber hier. A, um Vögel am Boden zu halten, B, um die Luftqualität zu überprüfen oder C, um eine geschützte Orchideenart an der Landebahn zu bestäuben? Das ist ja geil, oder? Also, um Vögel am Boden zu halten, halte ich für unwahrscheinlich. Weil ich habe in der Wissenschaftsdokumentation Biene Maya in den 70ern, glaube ich, gesehen, wie der Vogel die Maya versucht hat, im Flug zu fangen. Und das wäre ja am Flughafen doof. Okay. So, und wenn am Boden, dann würde ich eher Würmer beschäftigen. Okay, und Luftqualität? Ich weiß, bei uns in der Bäckerei, ja, wo ich aufgewachsen bin, haben sie dieses Jahr einen Bienensommer veranstaltet. Das heißt, die sind wohl durchaus sehr empfindlich. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, die Luft sich verschlechtert, auch auf dem Lande, dann sterben die armen Dinger wohl aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man im Honig, den die dann ernten, vielleicht etwas rauslesen kann, weil da bestimmte Stoffe sich gesammelt haben. Die Frage ist nur, also um eine geschützte Orchideenart an der Landebahn zu bestäuben, das gefällt mir persönlich einfach sehr gut. Das ist so klassisch aber, ne? Ja, ich meine, klar, dass sie bestäuben, dass das ihr Job ist und dass sie das... Die Frage ist, gibt es... Leben Orchideen in Deutschland oder sind das immer nur Pflanzen, die jetzt hier auch nicht wachsen, weil die müssen ja den Winter überstehen? Oder sind Orchideen typische, ich kenne mich jetzt mit Orchideen nicht so gut aus, außer sie sind im Vanilleeis drin.
Also andererseits, gibt es eine bessere Methode, um Luftqualität zu überprüfen? Muss man da Bienen züchten? Ja, Messgeräte. Zum Beispiel? Also, ich meine, warum beschäftigt? Das findet ja wohl noch statt, ne? Das war nicht in der Vergangenheit. Das ist immer die haben halt Bienenstöcke und das muss einer machen. Und das darf nicht irgendwie der Fluglotse machen, der dann sagt, ich gehe mal gerade vorbei, wink dir hier rein, rein, raus, hol nicht hierher, sondern da ist einer für zuständig. Also wollt ihr euch selber rantrauen oder fragt ihr vielleicht doch den einen oder anderen, der hier aus der Gegend kommt? Also ich würde zu B oder C tendieren, aber C finde ich so, gut, dann wäre der Schwerpunkt, dass hier irgendwelche auch Ideen gibt, aber dann hätten wir wirklich, sollten wir hier wirklich das Publikum fragen. Sollen wir es machen? Dann, ja, das könnte beides sein. Also dann fragen wir das Publikum und vielleicht haben wir ja eine Sabine, die die Antwort kennt. Ja, da steht Sabine auf. Grüß dich. Wo kommst du her? Ja, ich komme aus Hamburg. Sehr gut. Ich bin gebürtiger Hamburger. Aha. Wohnst du in der Nähe irgendwo vom Flughafen? Nein, ich wohne in Bramfeld, also von daher nicht ganz dicht dran. Okay. Aber ich habe mal eine Sendung über den Hamburger Flughafen gesehen, unter anderem auch über diese Bienenvölker. Mhm. Und das hat was mit der Luftqualität zu tun, also super. B. Mhm. Ja, das ist hat das Leute sehr, sehr überzeugend vorgetragen. Jetzt musst du uns nur noch deinen Namen nennen. Jan. Ne, damit die Menschen auch wissen, an wen sich im Fall wenden müssen, falls es nicht stimmt. Ne? Ja. Das Flughafengelände des Hamburg Airport mit seinen großen zusammenliegenden Grünflächen und Kleingärten in der Nachbarschaft bietet Bienen einen idealen Lebensraum. 1999 schwärmten zum ersten Mal am Flughafen Bienen aus, um Nektar und Pollen zu sammeln. In unabhängigen Laboruntersuchungen wird seitdem die Qualität von Honig, Pollen und Bienenwachs untersucht, um Rückschlüsse auf die Qualität der Luft am Flughafen ziehen zu können. Jan, sehr gut. Richtige Antwort. Damit ein perfekter Start für euch. Die ersten 500 Euro auf dem Konto. Also besser 500 mit Joker als 500, keine 500 ohne Joker. Sehr gut. Meine zweite Lieblingskategorie, Einspruch, hätte ich gerne. Ah, Rechtsfragen. Die Frage dazu, Unfälle, die auf dem Weg zur Arbeit geschehen, sind gesetzlich unfallversichert, wenn A. nur kurz gehalten wird, um ein Brötchen oder Kaffee zu kaufen, B. das eigene Kind zur Kita oder Tagesmutter gebracht wird oder C. ein Tankstopp eingelegt wird. Ich muss das erstmal verstehen. Moment. Also eine dieser drei Sachen. Naja. Ich fahre zur Arbeit. Sind gesetzlich unfallversichert. Also vom Arbeitgeber unfallversichert dann? Ja. Ah ja. Das heißt, was davon ist am ehesten gehört zur Arbeit? Dass man sich ein Brötchen mitnimmt, dass man sein Kind gut untergebracht hat oder dass der Tank voll ist? Okay. Ja. Gute Frage. Dann glaube ich A, aber nicht. Weil das ist ja nun dein Problem. Ob du Hunger hast oder nicht, oder ob du nicht frühstückst. Also A würde ich jetzt einmal ausschließen. Das ist nicht wirklich ein Weg, kein direkter Weg zur Arbeit. Eigene Kind zur Kita oder Tagesmutter kann ich mir theoretisch vorstellen, weil du musst das Kind halt wegbringen. Und wenn da jetzt der Unfall passiert... Das ist das Einzige eigentlich, was du tun musst. Von daher macht das für mich, auch wenn ich es rate, macht das am meisten Sinn. Ja, wir nehmen B. Gut. Bin ja für jede Entscheidung dankbar. Ereignet sich auf dem direkten Weg zur oder von der Arbeit ein Unfall, ist man gesetzlich versichert. Ein solcher Wegeunfall zählt als Arbeitsunfall. Doch auch wenn man einen Umweg macht? Nicht, wenn er für private Besorgungen oder Erledigungen genutzt wird. Gesetzlich versichert ist jedoch die Unterbringung von Kindern während der Arbeitszeit in Tagesstätten oder bei anderen Betreuungspersonen. Richtige Antwort! Auch bei euch erste Frage richtig beantwortet, die ersten 500 Euro. Okay, bitte. Nee? Doch, mach. Wenn es witzig klingt, dann nimm es. Ja, ich find's dann lachen wir alle. Ja, es klingt, wir haben keinen Punkt, aber haben gelacht. Was passiert, wenn? Ja, das findest du witzig? Ja. Es könnte ganz komisch werden. Was passiert, wenn Jodlösung auf eine Scheibe Brot geträufelt wird? Ja, du lachst, er lacht, es ist witzig. Er lacht. Das Brot bekommt ein Loch. B. Weißer Qualm steigt auf. Gott. Oder C. Die beträufelte Stelle wird dunkelblau. Oh, wo ist unser Joker? Boah. Also. Okay, wo wird Jod verwendet? Jod ist rot.
So, das hat, da haben wir schon mal eine Farbe. Leider ist Blau kein Teil von Rot. Und umgekehrt. Also ich würde sagen, ein Loch ist mir so säurehaltig. Oder das wird nass, das Brot, aber es wird nicht, kein Loch. Wenn man lange genug wartet. Es wäre natürlich sehr lustig, wenn das Brot deshalb Löcher hat, weil man Jodsalz benutzt. Und das Jod an den Stellen Löcher macht. Aber das glaube ich nicht. Aber es wäre lustig. Wahnsinnig lustig. So, weißer Qualm steigt auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde sich das ja auflösen und danach hätte man ein Loch. Wofür wird ein Jod verwendet? Jodlösung? Das ist antibakteriell, würde ich jetzt mal so ganz... So in dem Kontext so ganz unwissenschaftlich das mal rauskloppen. Also, das Brot bekommt ein Loch, das heißt, da würde sich was auflösen. Da würde, ich glaube, A und B sind so gleich. Ja, weißt du, aber dass du sagst mit den Löchern, ich meine, du sagst, es hat eine desinfizierende Wirkung und das Brot muss ja aber... Na? Das hieß, das Brot wäre ein großes Bakterium? Ja, es gärt mit der Zeit schon, oder? Und dann löst sich das... Oh, jetzt mach mich nicht spannend. Okay, nein, also... Ach, du meinst wegen der Hefe? Wir machen so. Moment, ich hab Hefe. Frag doch das Publikum. Hefe, ah, hat er ja gar nicht. Ja. Also ich, von meinem Gefühl her ist es bei mir C. Aber ich habe keine Ahnung, warum soll warum das dunkelblau werden? Warum wird es, wenn du es lange genug liegen lässt? Halt da musst du nicht mal Jod drüber kippen. Das ist irgendwie... Ja, dann wird es aber vorher noch grün. Grün-blau, ja. Dann schimmelt mir das weg. Aber warum soll das blau... Hast du schon mal blaues Brot gesehen? Ich meine... Ich habe auch noch nie Jodlösungen auf Brot geträufelt. Ja, aber die Frage muss ja irgendwie im Kontext stehen, warum fragen sie uns das überhaupt? Also muss Jod mit Brot oder ist es nur weil es lustig klingt? Eigentlich ein schöner Sendungstitel. Warum fragen die mich das? Ja, also weißer Qualm. Du bist eher für A, ne? Ich weiß es nicht. Für was ich weiß es, ich weiß es nicht, nein. Was ist denn so, was sagt denn dein Gefühl? Da wir die Kategorie lustig genannt haben, fand ich die Antwort von dir am lustigsten, das wäre A. Mit den Löchern. Ah, ob das in einem anderen Kontext passiert, also, aber ich finde, ne, ja. Ich sag mal, eben war ich ja total falsch und du hattest recht mit deiner Tendenz. Das können wir jetzt rückgängig machen. Nee, also deshalb hätte ich, da ich mir nicht ganz sicher bin, könnte ich dir jetzt locker folgen. Schnick, Schnack, Schnuck? A oder C, Schnick, Schnack, Schnuck, was ist denn? Also Schere, Stein, Papier, ja? Schnere, wenn ich gewinne, ist es A. Muss wieder aufpassen, dass ich nicht den Brunnen mache. Was? Ob. Schere, Stein, Papier. Alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Verdammt. Oh mein, wieder. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Einen habt ihr, dann wird eingeloggt. Jetzt. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein. Oh, jetzt wird einer eingeloggt. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Endlich. Ist auch falsch, ne? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl von Erleichterung. Apfelbauern nutzen die sogenannte Jodprobe, um den Reifegrad der Früchte abzulesen. Dazu bestreichen sie die Schnittflächen der Äpfel mit einer Jodlösung. Trifft die Flüssigkeit auf Stärke, entsteht eine dunkelblaue bis schwarze Färbung. Und je geringer der nachgewiesene Stärkeanteil ist, desto reifer sind die Früchte. Auch eine Brotscheibe verfärbt sich aufgrund der enthaltenen Stärke dunkelblau. Ja, es bleibt bei 500 Euro und ihr könntet das erste Mal in Führung. Aber es war lustig. Welche Kategorie? Fremdsprache. Also für uns, sorry. Hinten so, oh Gott. Truthahn heißt auf Englisch Turkey und auf Tschechisch Polski, Türkisch Hindi oder Spanisch Inglese. So, bitteschön. Leider keine meiner Sprachen. Ja, also da kann man entweder auch nur raten, ich weiß nicht, weil ausschließen, also... Aber Inglese ist doch, das heißt doch Englisch, oder? Auf Spanisch. Ja, Polski heißt Polnisch auf Polnisch. Also, ist das so? Ja. Weiß ich nicht. Dann nehmen wir doch B, wenn wir eh raten wir müssen, dann können wir B raten müssen, sagen. Das ist auf Hindi. Warum eigentlich nicht? Weil das ist das, also Hindi ist ja nicht wirklich ein Land. Wir können natürlich das Publikum befragen, vielleicht weiß es tatsächlich einer. Vielleicht haben wir einen Spanier, einen Türken oder einen Tschechen bei uns. Hast du zumindest irgendeine Tendenz? Gar keine. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich auch keine Tendenz habe, dann fragen wir das Viran das Publikum. Ja? Aber lass dir ruhig Zeit, Elton. Also ich hätte. Keine denken. Ich denke ruhig in Ruhe nach. Nein, wir nehmen das Publikum. Ihr nehmt das Publikum? Ja. Also ihr hättet gerne noch drüber nachdenken können. Ja, das ist sehr nett von dir, Kai. Weil du gibst ja sonst dem Bernhard immer so viel Zeit. Ja. So, wer weiß es? Mann. Hey. Spanier. Grüß dich.
Hallo. Wie heißt du? Marcel. Wo kommst du her, Marcel? Aus Barkos. Also, ganz sicher ist er sich nicht, was die Körpersprache angeht. Mit wem bist du heute hier, Marcel? Ich bin mit meiner Oma und zwei Freundinnen von ihr hier. Okay, du gehst doch zur Schule, Marcel? Ja, darum bin ich jetzt ein bisschen nervös. Eine Spanischlehrerin, wenn ich das jetzt verhau. Aha. Verstehe. Ja, aber ich tendiere zur Antwort C, ich bin mir ziemlich sicher. Aha. Die hat schon mal was davon erzählt, die Spanischlehrerin. Ja. Ja. Und hat gesagt, sie schiebt da ab und an mal ein Inglese in den Ofen und. Ja, und nee, ich glaube, das war sogar ein Vokabeltest. Also. Oh. Ja, okay. Ja, okay. Wie hast du den abgeschnitten, den Test? 14 Punkte, also. Hey. Oha! Hey. Marcel, das macht durchaus Hoffnung. Der Truthahn oder das Truthuhn ist in Nordamerika heimisch und wurde vermutlich schon im 16. Jahrhundert von den Spaniern nach Europa gebracht. Turkey wurde im Englischen ursprünglich das aus Afrika stammende Perlhuhn genannt, denn es gelangte über türkische Kaufleute nach Europa. Die Bezeichnung wurde wahrscheinlich später einfach auf den nordamerikanischen Truthahn übertragen. Im Türkischen heißt der Truthahn aber Hindi, was wohl auf seinen tatsächlichen Ursprung zurückgeht. Amerika, das neue Indien. Ah, natürlich. Ah. Marcel, das musst du mit deiner Spanischlehrerin noch mal besprechen. Trotzdem danke. Ja. Wenn man es dann sieht und hört, ne, dann... Das macht Sinn, ja, aber... Ah. Wir hätten es ja auch nicht gewusst. Es bleibt bei 500 Euro. So, weiter geht's. Unsere Erde. Was macht den Inselstaat Kiribati einzigartig? A. Er hat drei Staatsoberhäupter. B. Er liegt auf der Nord-, Süd-, Ost- und Westhemisphäre. Oder C. Er hat keine offizielle Zeitzone. Ach. Okay. Kiribati. Fangen wir mal an. Er hat drei Staatsoberhäupter. Habe ich verstanden? Keine Ahnung. So, B. So, er liegt auf der Nord-, Süd-, Ost- und Westhemisphäre. Das heißt, der liegt genau auf dem Äquator und gleichzeitig genau auf der anderen Seite. Moment, Nord-Süd ist klar Äquator. Aber Ost-West-Hemisphäre, wo trennt die sich denn? Wo ist denn da Ost und wo ist da West? Also ich finde nur, wenn er dort liegen würde, ja, dann hätte er auch keine Zeitzone. Weil das ist ja, dann wird sie auch passen. Das ist so... Ja, ist das dann Zeitzone 0 oder ist das... Oh, Moment, warte mal, wenn hier ist... Die Zeitzonen gehen ja... Greenwich ist 0 und dann ist auf der anderen Seite... Oh Gott, jetzt wird's echt. Die Zeitzonen genau gehen ja... Ja genau, und das geht natürlich 0, auf der anderen Seite ist dann 180 und das ist natürlich dasselbe, weil da gibt's ja Ost und West. Und das geht, hab ich hier gelernt, bei den Aleuten los und dann runter. Die Frage ist, ob Kiribati so weit drüben liegt. Hat keine offizielle Zeitzone, ja, kann ich mir liegen, ne? Kaum vorstellen. Nein, das hat ja bestimmt eine offizielle irgendwo, Zeitzone. Ja, also du liegst, ja. Es kann sein, dass die sich nicht dran halten. Aber oder sie haben alle Zeit der Welt und brauchen deswegen keine Uhr. Tja, wir nicht. Aha. Vom Gefühl würde ich A sagen. Ich wurde auch noch nie in Kiribati gebucht für eine Show. Insofern, also ich kenne den. Ja, weil sich die drei Staatsoberhäupter nicht einigen konnten. Oder sie haben einstimmig dagegen entschieden. Einstimmig. Ja. Dann nehmen wir doch A. Wir haben keine Ahnung, wir müssen raten, wir raten A. A ist geraten. Und wie verhält es sich nun mit Kiribati? Kann natürlich sein. Kiribati liegt inmitten des Pazifischen Ozeans zwischen Hawaii und Australien. Der aus insgesamt 33 Korallenatollen bestehende Inselstaat erstreckt sich über etwa 811 Quadratkilometer entlang des Äquators und des 180. Längengrads. Kiribati ist damit weltweit der einzige Staat, der sich sowohl auf der nördlichen und südlichen als auch der westlichen und östlichen Hemisphäre befindet. Antwort B ist die richtige. Ne? Und Kiribati, Mann, du hast es ja schon. Vielleicht nur noch der Vollständigkeit halber, Kiribati hat einen Regierungschef, ein Staatsoberhaupt und liegt dann auf drei Zeitzonen. Ja, ich hätte das hab's viel, viel kleiner geschätzt. Ja. Es bleibt bei 500 Euro. Ihr habt oder Obst und Gemüse die Chance, in Führung zu gehen. Lass mal Trick 17 nehmen. Trick 17. Trick 17. Hier, Zauberei und so, ne? Was hilft als Erstmaßnahme? Was hilft als Erstmaßnahme, wenn eine verschluckte Gräte in der Speiseröhre kratzt? A. Die Gräte rauchen. Warme Essigwickel um den Hals legen.
B, mit Salzwasser gurgeln oder C, Zitronensaft trinken und etwas Brot essen? Oh, das ist interessant. Ich esse ja sehr gerne Fisch. Puh, also warme Essigwickel um den Hals legen. Warum steht da nicht die Geräte rausnehmen? Naja, wenn die hier ist, dann hol die mal raus. Ja. Kannst du gurgeln, wenn du ne, wahrscheinlich schon, oder? Salzwasser desinfiziert ja, schon mal. Aber ja. Gurgeln ist tatsächlich eher der Bereich hier. Ich glaube nicht, dass es, also gurgeln hat ja auch was mit der Luftröhre zu tun und nicht mehr mit der Speiseröhre. Deswegen würde ich B ausschließen. Gut. Also Zitronensaft trinken und Brot essen kann ich mir kaum vorstellen, weil Zitronensaft, wenn das hinten ein bisschen angekratzt ist, du hast dich ja verletzt. Da ist ein leichter Kratzer drin und da kommt Zitronensaft dran. Das ist sicherlich sehr unangenehm. Und Brot essen, dann schluckst du ja, da geht dir ja noch weiter runter. Dann bleibst du noch nachher. Aber die ist dann gelöst. Ist das so? Essigwickel? So, warum Essigwickel? Also warm, erstmal warm. Warm kann natürlich sein. Warm, genau. Warm, dann dehnt sich das aus. Ist okay. Aber warum nicht einfach nur einen warmen Wickel? Was hat Essig damit zu tun um den Hals? Das macht für mich keinen Sinn. Naja, wenn du... Also meine Frau zum Beispiel macht auf alles erstmal Schwedenkräuter von außen. Und es ist unglaublich, was da alles passiert, obwohl das nur Kräuter sind, die da in so einem Wickel drinnen sind. Von daher könnte ich mir das mit dem Essigwickel schon vorstellen. Und wann macht die aber so Kräuterwickel, wenn du vielleicht... Immer. Immer? Ja. Ich bin aber für C. Aber wenn du wirklich einen Kratzer im Hals hast, und da kommt Zitronensaft dran, da wirst du wahnsinnig. Aber pass mal auf, natürlich tut es weh, wenn das eine Säure ist. Da hast du vollkommen recht. Es ist eine Wunde, das ist eigentlich nicht so nicht schön. Aber durch die Säure, ich meine, Essig ist auch eine Säure, aber durch die Säure löst sich das vielleicht. Und durch das Brot, das kaust du ja erstmal, das ist weich und schluckst es runter und dann ist die Geräte weg. Ich meine, sie bindet sich da dran und dann schluckst du die unter und das war's. Darf ich C riskieren? Ja, mach ruhig. Mach nur. Ich nehme C. Also, nur mal der Vollständigkeit halber, ne? Von einer Wunde oder so habe ich da auch in der Frage nichts lesen können. Stimmt. Ach so, ja, stimmt. Die kratzt nur. Naja, komm, wir gucken uns mal den Film an. Beim Fischessen kann es schon mal passieren, dass eine Gräte im Hals stecken bleibt. In dem Fall hilft es, eine Zitrone auszupressen und den Saft in kleinen Schlucken zu trinken. Die Säure weicht die Gräte auf und rundet dadurch ihre Spitzen etwas ab. Dadurch sollte es möglich sein, mit etwas Brot die nun weiche Gräte hinunterzuschlucken. Bei hartnäckigen Gräten sollte jedoch ein Arzt aufgesucht werden. Oder halt ein Kräuterwickel. Zusätzlicher. 1000 Euro. So, weiter geht's bei euch mit der Kategorie. Wir nehmen damals. Aber du wolltest Tiere. Ich finde Tiere lustig. Jetzt kriegt ihr Du findest damals. Tiere lustig. Nein, das war's. Warum war das Telefonieren im ländlichen Westen der USA Anfang des 20. Jahrhunderts kostenlos? 1900. A. Der Stacheldraht der Zäune wurde als Telefonleitung genutzt. B. Es fehlten Mitarbeiter, die die Gebühr eintrieben. Oder C. Menschen sollten aus der Stadt aufs Land gelockt werden. Oh Gott. Also. Okay, also wie hat man telefoniert im sonst? Warum war das Telefonieren? Also wir reden von 1905 bis 15, sowas, nur so grob vom. Der Stacheldraht der Zäune wurde als Telefonleitung genutzt. Das kann natürlich sein, das wäre wirklich sehr, sehr lustig. Das wäre lustig, das ist auch. Ich meine, ich kenne das so im Kinderzimmer, dass du mit einem Draht telefonierst. Ja, also das glaube ich. Und dass das kostenlos ist, ist ja keine Dienstleistung. Ich meine, ich finde, also B, dass Mitarbeiter finden, die Gebühr eintrieben. Das kann natürlich sein. Ich kann mir wirklich A vorstellen, was riesige Stacheldraht. Du meinst, die haben sie einfach ihre eigene Infrastruktur aufgebaut und. Es ist charmant. Ich finde es auf jeden Fall charmant. Wenn nicht zu sagen, fast schon ein bisschen lustig, wenn es die richtige Antwort wäre. Ja. Insofern. Sollen wir A nehmen? Wir nehmen A. Ihr seid euch einig? Unglaublich, oder? Aber mein Gott, ich meine, heute kann man das Internet über das Stromnetz übertragen. Warum sollte man nicht über Stacheldraht telefonieren können? Große Teile des amerikanischen Westens wurden Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts besiedelt. Die Farmen lagen oft sehr weit auseinander und waren nur durch Stacheldrahtzäune verbunden.
Um miteinander kommunizieren zu können, schlossen die Farmer kurzerhand Telefone an den Stacheldraht an und nutzten diesen als kostenlose Telefonleitung. Da das System keine Telefonzentrale hatte, klingelten alle Telefone immer gleichzeitig. So konnten zum Beispiel Zugverspätungen oder Wetterberichte schnell weitergegeben werden. Sehr gut herausgefiltert. 500 Euro dazu. Ihr steht bei 1000. Weil es so lustig ist, nehmen wir tierisch. Hm? Was ist das Besondere an den Eiern der Rotaugenlaubfrösche? Ah, Mist. Ja, Mist. Die andere hätte ich gewusst. Die andere, genau. Also. Ich finde das wirklich eine lustige Frage. Was ist das Besondere an den Eiern der Rotaugenlaubfrösche? A. Sie riechen nach Vanille. B. Bei Gefahr katapultieren sich die Embryos aus dem Ei. Oder C. Sie sind hart wie Stahl. Okay. Ja, also, sie sind hart wie Stahl. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht natürlich einen Sinn, weil sie gut geschützt sind, aber die müssen ja auch irgendwie da rauskommen. Genau. Und bei Gefahr katapultieren sie sich aus dem Ei. Das ist ja Quatsch, oder? Also warum? Macht ja, warum ja, ist das Quatsch? Ja, wenn sie noch nicht so weit sind, dann hast du so ein Embryo, kein Ei mehr. Das ist auch bitter. Ja, ja, da hast du nicht so Unrecht. Aber vielleicht kann sich das Embryo ja irgendwie trotzdem noch leicht weiterentwickeln. Keine Ahnung. Das Ding ist ja, das habe ich von Herrn Hohecker gelernt, in Natur muss alles einen Sinn haben. Was hat das für einen Sinn, dass die Eier nach Vanille riechen? Dass irgendwer sie nicht frisst. Dass der größte Feind sie nicht frisst. Ich bin für B. Also ich frage mich nur, wie wird das katapultiert? Also da muss es ja dann an Mechanismen, sind die an einem Gummiband? Ja, was macht für mich insofern wenig Sinn, dass die katapultieren sich da raus und hast ein Embryo, das keine schützende Eierhülle mehr hat. Die gehen ja da, wenn es soweit ist, sowieso raus. Und was ist dann mit denen? Also die Gefahr ist ja da nicht unbedingt vorbei. Ja, aber vielleicht haben die dann eine größere Überlebenschance, als wenn da was weiß ich, ein Karpfen vorbeikommt und die auf jeden Fall frisst. Sinn machen würde, um das nochmal aufzurollen kurz, C natürlich auch, wenn sie am Schluss dann nicht mehr so hart sind oder von innen zu knacken sind. Vom Sinn her. Hart wie Stahl natürlich Sinn machen, kommt keiner ran. So ja. Umgekehrt wie beim Kofferraum, weißt du? Ja. Geht halt nur von außen auf. Ja. Ja. Und die Eier des Rotaugenlaubfrosch gehen nur von innen auf. Ja, also du bist jetzt für C? Das ist die einzige Überlebens-, die ein bisschen, Taktik, ne? Die sich sinnvoll anhört, wenn man die drei Alternativen hat. Da wir eh raten müssen, dann lass es doch. Ja? Dann nehmen wir C, oder? Ja, dann auf einmal. Dann nehmen wir trotzdem. Wir entscheiden uns auf einmal wieder für C. Ja. In der Natur hat alles einen Sinn. Rotaugenlaubfrösche leben in Zentral- und Südamerika und sind ein beliebtes Fotomotiv. Ihre Eier legen sie auf die Unterseite von Blättern. Die Embryos sind dann gänzlich auf sich allein gestellt. Wie Professor Karen Walkington von der Boston University herausfand, sind die Embryos aber in der Lage, ihre Umgebung zu analysieren. Sie reagieren zum Beispiel auf Vibrationen, wie sie durch den Biss einer Schlange ausgelöst werden. Dann geben sie schlagartig Enzyme frei, die die Eimembran auflösen. Durch kräftige, S-förmige Bewegung katapultieren sie sich aus ihrem Ei und entkommen so dem Angreifer. Ja, aber ich war mir nicht so sicher. Ja, aber ich war mir nicht so sicher genug. Das eine leid der anderen freut, aber abgerechnet wird zum Schluss. Es bleibt bei 1000 Euro. Antwort B ist die richtige zu dieser Frage. Und okay, bitte. Okay, ja, so viel mehr haben die aber bisher auch noch nicht richtig gemacht, ne? Ja? So, wir haben noch vier Kategorien. Das Wetter, Obst und Gemüse, das Fragezeichen und Schönheit. Wir wollen, dass es spannend bleibt. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja. Das Phänomen der Saugverwirrung kann auftreten, wenn A. Staubsauger sich an Stoffen festsaugen, B. Babys das erste Mal die Flasche gegeben wurde oder C. Waschmaschinen nur im Schleuderprogramm benutzt werden. Saugverwirrung.
Also Staubsauger an alle möglichen festsaugen können, das hört man immer mal wieder in den Medien. Ja. Ich weiß nicht, woran du denkst, aber... An was anderes, wo du sagst. Da gibt's einige Fälle. Ich hatte jetzt wirklich diese Teppiche mit diesen Franseln, die dann da rein. Ja, aber warum ist das eine Saugverwirrung? Also das, naja, der ist halt verwirrt, weil der saugt. Der Sauger? Der arme Sauger. Ja, der Sauger ist verwirrt. Sagt, ja. Ich kriege zum Beispiel von meinem Sauger immer eine Nachricht. Aha. Wenn er sich irgendwo festgesaugt hat, dann sagt er mir, er braucht Hilfe und dann muss ich hingehen und ihm sagen, das ist alles okay, ich bin bei dir und nehme ihm dann irgendwelche Socken aus. Wie nennst du denn deine Frau? Ziemlich clever. Ist das aber eine Verwirrung? Nee. Ich mein, okay, Baby ist das erste Mal die Flasche. Das kann ich mir total vorstellen. Es kriegt irgendwie ein halbes Jahr lang die Brust und dann kommt eine Flasche und dann denkt das Baby, hä? Ja, das passiert. Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Und ist dann verwirrt und dann gibt es Probleme und dann schluckt es viel Luft und so was alles. Das kann ich mir vorstellen, weil das ist dann was anderes. Mhm. Das, finde ich, passt auch irgendwie, saugen und verwirren. Und jetzt Waschmaschinen nur im Schleuderprogramm benutzt werden. Oh, bitteschön. Wer benutzt seine Waschmaschine nur im Schleuderprogramm? Du musst mindestens einmal spülen vorher. Weil wenn du trockene Wäsche schleuderst, passiert nichts. Ja, was ist die Saugverwirrung daran? Was macht die Waschmaschine mit deiner Wäsche? Zieht sie die an oder? Verwirrung. Verwirrung, weißt du? Also nicht nur, dass nicht jemand irritiert, sondern verwirrt ist, dass sich... Genau, verdreht. Ja, genau. So, was machen wir denn? Wir überlegen so lange weiter, bis die Menschen vergessen haben, dass wir hier sitzen. Ja, also pass auf, bei Staubsaugern kennt man das. Wort saugen. Das hat man gern, kennt man das Wort saugen. Auch ich habe früher Seitentücher irgendwie gesaugt für meine Zaubertricks, als ich noch so hier schön mit... Hey, ich dachte, ihr lasst die so verschwinden. Ja, zack, weg. Schau mal, ein Tuch. Hey, und der Sauger, ich kann jetzt nicht mehr sehen. So, was? Okay, aber das Baby, ich bin für das B. Erste Mal, ja, es klingt irgendwie am logischsten zumindest. Also das. Wir nehmen B. B. Eine. Ist eine Hebamme hier oder? Wer kann sich an seine Saugverwirrung noch erinnern? Puh. Rund 20% der Neugeborenen entwickeln Schwierigkeiten, richtig an der Brust zu trinken. Beim Stillen muss das Kind harte Arbeit in Form eines speziellen Saugmusters leisten, um an die Milch zu gelangen. Bei der Flaschenfütterung läuft die Milch fast automatisch aus der Flasche, sodass der Saugreflex überflüssig werden kann. Wird zu früh zwischen Brust und Flasche hin und her gewechselt, kann es beim Baby zur Saugverwirrung kommen. Das muss man euch jetzt ein bisschen nachsehen. Aber ihr habt es auch trotzdem richtig beantwortet. 1.500 Euro bei euch auf dem Konto und die nächste Kategorie für Thorsten und Elton. Ja, es fällt mir schwer, aber wir nehmen Obst und Gemüse. Oh. Es wird nicht besser. Die beliebte Orangensorte Valencia. A. Wird am Baum wieder grün, wenn sie nicht gepflückt wird? B. Darf nur in Spanien angebaut werden? Oder C. Enthält kaum Vitamin C? Okay. Wird am Baum wieder grün, wenn sie nicht gepflückt wird? Das heißt, sie ist orange, die ist reif von der Sonne und dann... Ja klar, die gammelt. Kommt drauf an, wie lange sie hängt, meinst du? Ja. Komisch. Kann ja vielleicht sein. Darf nur in Spanien angebaut werden. Das kann natürlich sein, dass es wieder so eine... Champagner, ne? Genau. Champagner nennen darf, wenn er in der Champagne angebaut wird. Dann hast du Valencia, wenn es in Spanien angebaut wird. Genau, das ist so eine Regionalsache, so wie Kölsch. Genau. Eigentlich ja auch nur dann in Köln gebraut werden darf. Hält kaum Vitamin C. Hält kaum Vitamin C. Kann auch sein. Es kann auch sein, weil es ist zwar total beliebt und jeder denkt Orange, bababa, aber da ist kaum Vitamin C drin, ne? Das kann auch sein. Deswegen, ich bin eigentlich für C. Ich glaube, es ist B, weil Valencia liegt in Spanien. War ich mal engagiert, gab es auch Orangen. Und es macht schon Sinn, dass man die dann nur so nennen darf, wenn sie aus Spanien kommt. Allerdings müsste sie dann ja genau aus einem bestimmten Ort in Spanien. Du tust mir heute leid. Ja. Wobei, das wäre heute eine gute Möglichkeit. Ja, der Thorsten könnte uns doch eigentlich mal sagen, was bei Elton so alles im Kopf vorgeht. Ich kann dir sagen, was da gerade vorgeht.
Leere. Ja, aber pass auf. Ich meine, das ist jetzt wieder mein Standard. D ist mir zu einfach. Das stimmt. Das ist Valencia, Spanien, hahaha, darf nur in Spanien angebaut werden. Es kann natürlich sein, ich kann da wieder voll auf die Fresse fliegen, das kann sein. Ach komm, wir nehmen C. Wir nehmen C. Also, wenn das stimmt mit Antwort C, dann wissen Sie jetzt, Valencia, die berühmte Schummelorange. Die Valencia-Orange ist eine der beliebtesten Orangensorten weltweit und wird überwiegend zu Orangensaft verarbeitet. Sie erlangt im März ihre Vollreife. Oft verbleibt sie aber bis zum Sommer am Baum, wobei die nicht gepflückten Früchte wieder nachgrünen. Dieser Effekt tritt bei einigen Zitrusfrüchten besonders in tropischen Regionen auf. Die warmen Temperaturen lassen die Pflanzen wieder mehr Chlorophyll bilden, was die Grünfärbung bewirkt. Dies hat aber keinen Einfluss auf Süße oder Qualität der Früchte. Es bleibt erstmal bei 1000 Euro, aber eine Frage kriegt ihr gleich noch. Ihr habt jetzt noch einmal die Wahl, das Wetter oder Schönheit. Sag du es, dann bin ich nicht verantwortlich. Nee, dann nimm mal das Wetter. Das Wetter? Liegen die Isobaren auf einer Wetterkarte eng beieinander? A. Ist das hochstabil? B. Wird das Wetter meist kühler? Oder C. Ist es windig? Windig. Okay, einloggen, zack. Ja, das wäre jetzt. Isobaren sind Linien gleichen Luftdruckes. Und wenn auf kurzer Strecke der Luftdruck unterschiedlich ist, entsteht Wind. Also wenn zum Beispiel bei mir ein sehr hoher Druck herrscht und bei dir ein sehr niedriger, dann wandert die Luft von mir zu dir. Und das dann sehr schnell. Wenn du jetzt aber in Simbabwe wärst mit demselben Druckluftunterschied, wäre das fast egal. Das ist eine Steigung. Das ist C, kann nur C sein. Ja, du musst uns ja auch nicht komplett erklären. Wir haben ja auch noch einen Film. Es würde ja reichen, wenn du sagst, wir nehmen C. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich keinen Respekt habe vor dem, was du so alles weißt. Das würde ich angeben, aber das ist richtig, ich hab's erfunden. Das ist meine... Schön, dass du immer da drauf drückst. Pass auf, hier kannst du es nicht. Hier läuft das so. Sprachkontrolliert. C. Ich muss konzentrieren, dass ich das Richtige sage. Die Isobaren. Bernhard macht nämlich ab und an auch mal das Wetter. Die Isobaren verbinden auf der Wetterkarte Orte mit gleichem Luftdruck. Sie lassen Hochdruck- und Tiefdruckgebiete erkennen und werden in Deutschland meist im Abstand von 5 Hektopascal eingezeichnet. Da die Luft vom hohen zum tiefen Druck strömt, lässt sich aus dem Verlauf der Isobaren die Windrichtung erkennen. Liegen die Isobaren eng aneinander, ist das Druckgefälle größer und der Wind weht somit stärker. Richtige Antwort. Und damit 2000 Euro für Bernhard und Simon Perron. Schönheit. Ja, nehmen wir. Männern im Bad hilft eine. A. Dusche. A. Bartschablone mit integriertem Kamm. B. Anziehkabine, die Personen automatisch bekleidet. Oder C. Trockenhaube, die Haare automatisch stylt. Was? Verstehst du das? Also was davon gibt es? Ja, was gibt's davon? Das kann nur A sein. So, Anziehkabine, die Person automatisch einkleidet. Also, warum sollte das nur Männer helfen? Aber wie soll denn die Bartschablone aussehen? Weiß ich nicht, wie die aussieht, aber ich schließe die anderen komplett aus. Weil Anziehkabine, die Person automatisch bekleidet, warum nur Männer? Ja. Allgemein im Bad, dann wäre B richtig. Trockenhaube, die Haare automatisch stylt. Also, setzt eine Haube auf. Die kämmt dich? Ja, und die macht einen Popperschnitt oder was? Oder Gel rein? Das macht. Also, ich glaube, das ist. Also ich glaube, das ist so ein Teil, das kannst du ja drauf machen. Dann kommt der Wind genauso, wie du es brauchst. Und dann kannst du nicht einmal sagen, ja, Elton, ich glaube auch, das ist A. Ja, Elton, ich. Wow, also, das heißt, es ist automatisch, packst das Ding auf.
Aber das weiß doch nicht, wie du deine Haare haben. Also nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann komm, wollen wir A nehmen? Mhm. Ich nehme A. Letzte Entscheidung. Die letzte der 12 Fragen in der heutigen Sendung. Wer beim Rasieren keine ruhige Hand beweist, kann sich eine Bartschablone zulegen. Sie eignet sich für ordentliche Konturen von Hals-, Wangen- oder Kieferlinien. Für eine saubere Wangenlinie wird zunächst durch den Bart gekämmt und die Schablone angelegt. Nun andrücken und mit dem Rasierer die Kontur entlang der Schablone schneiden. Die seitlichen Positionierungsmarkierungen helfen, die richtige Stelle auf der anderen Wangenseite zu finden. Richtige Antwort. Ihr kriegt 500 Euro noch mal oben drauf und du weißt schon, was du zum nächsten Geburtstag kriegst. Ja. Ja, oder Weihnachten, das ist ja noch ein bisschen hin. Also, wir haben folgenden Zwischenstand im ersten Teil unserer heutigen Doppelfolge. So, Bernhard und Simon Perrault haben 2000 Euro erspielt. Elton und Thorsten Hafener haben 1500 Euro erspielt. Und damit kommen wir zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Natur. Oh, Natur. Geht das mal? Ja, es geht. Mit OK bestätigen. Was, du hast OK gedrückt? Beide Teams haben einen Betrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welches Material stammt von einer Palme? Artik, B, Bankirei oder C, Rattan? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Die Zeit ist um. Das ist ein richtiger Baum. Der wird gestimmt. Beide Teams haben eingeloggt. Die Zeit ist um. Und wir werden Ihnen gleich verraten, auf welche Antwort Sie getippt haben und wie viel Geld Sie gesetzt haben. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zusammen mit Bernhard Hoeker, die beiden haben 2000 Euro erspielt. Der iPad-Magier und auf der anderen Seite Zauberer und Mentalist, Buchautor Thorsten Hafener. Im Team mit Elton haben 1500 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welches Material stammt von einer Palme? Artik, B, Bankirei oder C, Rattan? Jetzt sind wir gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Simon haben gesetzt 1.991. Wenn da jetzt am Ende 9 Euro übrig bleiben, 12,5 Cent für jeden, dann nimmst du die Auszahlung heute selber vor. Besser als nichts. Thorsten und Elton haben 1.500 Euro erspielt und eingesetzt 1.111 Euro. Heute ist der lustige Setztag. So, auf welche Antwort habt ihr getippt? Simon und Bernhard haben getippt auf Antwort C. Elton und Thorsten haben getippt auf Antwort B. Das Bankierholz ist gelblich und stammt von einem Baum mit dem botanischen Namen Shorea laevi. Und das ist eine Palme. Ja, das wäre sehr lustig. Das wäre lustig. Ja, ja, und dann wieder was. Das Teakholz stammt vom Teakbaum. Ja. Und Rattan aus den unterschiedlichen Arten der Rattan-Palme. Ja. Antwort C ist richtig.
Simon gewinnt 3.991 Euro. Yeah! Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Bernhard. Und Glückwunsch auch an euch. Denn das heißt für jeden von euch 55,43 €. Glückwunsch unseren Siegern. Thorsten, vielen Dank für den Besuch. Und bei uns geht es jetzt direkt weiter in unserer heutigen Freitagsdoppelfolge mit Natalia Avelon und Milan Peschel. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Teil 2 unserer Freitagsdoppelfolge. Unsere Gäste Milan Peschel im Team mit Bernhard Hoecker. Premiere, das erste Mal bei uns. Und auf der anderen Seite Natalia Avelon mit Elfen im Team. Also das Schauspielerduell heute bei uns, meine Damen und Herren. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Es hat sich im Idealfall nichts geändert zum ersten Teil der Sendung. Es bleiben 72 hinter Bernhard und Milan, aber falls Sie gerade erst zugeschaltet haben. Und hinter Elton und Natalia sind es 54. Wir sind bereit. Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist unsere Wand. Die 12 Kategorien sind Trick 17, tierisch-tierisch, Physik des Alltags, Fragezeichen, was bin ich, Erfinder, Zahlen bitte, Einspruch, unser Körper, Bus und Bahn, Kanada und im Garten. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen. 500 Euro für jede richtige Antwort, ein Publikumsjoker für beide Teams. So. Ich bin für Kanada. Du bist für Kanada? Ich weiß nicht warum, aber ich bin für Kanada. Pass auf, wir kriegen es raus, indem wir es nehmen. Ja, gut. Wir nehmen okay. Kanada. Und warst dann du da schon mal? Nee, ich weiß warum, weil meine Tochter gerade in Kanada ist. Das ja, vielleicht. Ja. Hast du Kontakt zu ihr auf einer telepathischen Art und Weise? Schauen wir mal. Erste Frage. Nee, nicht mehr. In Kanada gilt eine Insel erst dann als Insel, wenn ein Quadratmeter Land ganzjährig über Wasser ist und darauf A. ein Strand zu finden ist, B. mindestens ein Baum wächst oder C. ein Leuchtturm vorhanden ist. Moment mal, in Kanada gilt ein erst als Insel, wenn ein Quadratmeter Land ganzjährig über Wasser ist. Also, wir brauchen. Also, wie definiert Kanada eine Insel? So, wir haben ein Quadratmeter Land ganzjährig über Wasser. So, das haben wir schon mal verstanden. Das ist die Minimumvoraussetzung plus. So, und jetzt geht's los. Ein Leuchtturm vorhanden ist. Das heißt, sämtliche, was wir als Inseln bezeichnen würden, ohne Leuchtturm sind keine Inseln. Da halte ich für. Das ist Quatsch, oder? Ein Strand, ein Baum wächst, ein Leuchtturm. Ein Strand zu finden ist. Das heißt. Definiere Strand. Ja, das ist mit Sand, das im Wasser verschwindet. Aber es gibt doch bestimmt Felseninseln. Eben, ja. Dann kann es nur B sein, dass da ein Baum drauf wachsen muss. Ein Baum kann man pflanzen. Also, warum soll es keine Inseln ohne Leuchtturm geben? In einem Gewässer, was nicht befahren wird, brauche ich keinen Leuchtturm hinbauen. Es kann aber eine Insel sein. Das ist so ein See. Ja. Sagen wir B. B. Ja. Kennst du doch bestimmt auch von Jim Knopf. Hättest du einer gewusst? Eine Insel mit zwei Bergen. Und dem Pflanzrecht blauen Meer. Viel Tunneln und Gleisen. Eine Eisenbahn braucht es nicht unbedingt, aber. Ja, ein Leuchtturm. Insel heißen. Eine Insel wird allgemein als eine Landmasse, die auch bei Flut über den Wasserspiegel hinausragt, definiert. Diese Landmasse kann sowohl in einem Meer, aber auch in einem Fluss liegen. Sie muss nur vollständig von Wasser umgeben sein. In Kanada gilt eine andere Definition. Hier gilt eine Insel erst als Insel, wenn auf ihr ein Baum wächst. Das ist immer gut, wenn man irgendwas zum ersten Mal tut, dass der Einstieg gelingt. Ja. Ja? Ist gelungen. Die ersten 500 Euro auf dem Konto. Auch zum ersten Mal machen. Ja, ja, ja. Die heutige lernen wir nicht. Ja, da ich kein Essen und Trinken sehe, erhebe ich Einspruch. Sehr schön.
Was ist in Paragraph 51 der Bundeswahlordnung geregelt? Okay, A. Wähler dürfen maximal 15 Minuten in der Wahlkabine sein. B. Im Wahlraum darf es nicht kälter als 17 Grad Celsius sein. Oder C. Der Schlitz der Wahlurne darf nicht breiter als 2 cm sein. Ich würde sagen, A und C klingen gut. Schade. Ja. B ist ja, also kälter als 17 Grad, die Heizung fällt aus. Dann ist es dann darf 16 Grad, dann überlebt man das jetzt auch. Dann darf nicht gewählt werden. Ja, ja gut, aber man, also medizinisch überlebt man das. Für den Wähler an sich hat das keine Folgen. Genau. Warum sollte die Wahl in der, also in dem Wahlraum nicht also uns ungültig erklärt werden, wenn es kälter als 17 Grad ist? Weil du dann nicht mehr entscheidungsfähig bist oder was? Weil bei du schnell 16 wieder, Grad weil zum du Beispiel? Wieder raus willst und einfach nur. Würde ich auch nicht sagen. 15 Minuten sind lang, also maximal, also länger als 15 Minuten, da könnte man tricksen. Oder hätte man auch Zeit, ein Selfie zu machen. Oder ein Selfie machen. Oder. Was mal ja, wer macht denn sowas? Das darf man gar nicht. Darf nicht breiter als 2 Zentimeter. Das sind wie breit sind die Schlitze? Du hast gerade das in 2 Zentimeter gezeigt, ja. 2? Also ich weiß nicht, 2 Zentimeter. Nicht, also wenn es breiter ist, ist ja Quatsch. Dann kann man ja auch betrügen, dann kannst du, also. Ja, dann kannst du auch nur C sein. Ich würde auch sagen, C macht. Sagen wir mal so, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber C klingt gut. Ja. Ja, wir nehmen C. C. Okay. Also The Rolling Stones und Depeche Mode haben sich für Antwort C entschieden. Kurze Pause, wir sind gleich zurück mit der Auflösung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Milan Peschel und Natalia Avelon sind unsere Gäste. Und wir sind gerade bei der zweiten Frage und es ist die erste für euch. Die Frage ist, was ist in Paragraph 51 der Bundeswahlordnung geregelt? A. Wähler dürfen maximal 15 Minuten in der Wahlkabine sein. B. Im Wahlraum darf es nicht kälter als 17 Grad Celsius sein. Oder C. Der Schlitz der Wahlurne darf nicht breiter als 2 cm sein. Dafür haben sich Natalia und Elton entschieden. Auch wenn es so einfach ist. In der Bundeswahlordnung sind sämtliche Reglementierungen enthalten, die den Wahlvorgang in Deutschland betreffen. Von der Größe und Papierart der Stimmzettel bis zu den Öffnungszeiten der Wahllokale. Paragraph 51 beschäftigt sich mit der Beschaffenheit von Wahlurnen. Absatz 2 besagt, dass eine Wahlurne verschließbar sein muss, einen Durchmesser von mindestens 35 cm und einen Deckel mit einem Spalt haben muss, der nicht breiter als 2 cm sein darf. Es ist die richtige Antwort. Damit auch für euch die ersten 500 Euro. So, nächste Kategorie. Wir nehmen Bus und Bahn. Ja. Ist auch eine Premiere, hatten wir auch noch nie. Noch nie gehabt. Wer sich in Berlin per App eine Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel kauft, A. sollte 2 Minuten abwarten, bevor er in die Bahn einsteigt. B. sollte trotzdem das passende Kleingeld zur Hand haben. Quatsch. Oder C. ist verpflichtet, ein Handy-Ladekabel mitzuführen. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe eine App. Ich kaufe mir die Tickets immer mit der App. Und du kommst blöderweise aus Berlin. Ich überlege gerade, wer von uns beiden prädestiniert ist, diese Frage zu beantworten. Ich bin's nicht. Okay. Gut, sollte 2 Minuten abwarten, bevor in die Bahn einsteigt. Könnte sein, ich bin mal rausgeholt worden aus der Bahn, weil ich gerade noch gefummelt hatte und kein Netz hatte. Soll trotzdem das passende Kleingeld zur Hand haben. Nee, das. Könnte auch sein, aber es verpflichtet, sollte, nee, ist nicht verpflichtet, wer sich in Berlin, Ladekabel ist Quatsch, weil... Nee, ich kann mir vorstellen, dass man verpflichtet ist, das Handy am Laufen zu halten. Also du darfst nicht sagen, ey, sorry, Akku leer, aber ich hab's bestellt. Das, so, und dann solltest du eins dabei haben, das wäre sinnvoll, aber verpflichtend... Ich vermute, A ist es. Ich glaube, es ist A. Ja, dann lass uns A nehmen. Lass uns A nehmen. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Wenn es ein Berliner nicht weiß, wer soll es dann wissen?
Wer in Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kann sich über eine Smartphone-App kurz vor Fahrtantritt einen Fahrschein kaufen. Doch eine Besonderheit ist zu beachten. Nach dem Kauf muss man 2 Minuten warten, bis das Ticket gültig ist. Die 2-Minuten-Regel ist in der App als 2-Minuten-Countdown sichtbar und soll verhindern, dass sich Schwarzfahrer schnell einen Fahrschein kaufen, wenn Kontrolleure unterwegs sind. Richtige Antwort. Ja. Hab ich noch nie gemacht. Ich habe immer eine Wahl gekauft. Aber jetzt weißt du, dass es den Countdown gibt. Ja. Es gibt keine Ausreden mehr. Ich hoffe, die Kontrolleure sehen die Sendung nicht. Ja. So, ihr steht bei 1000 Euro und wir kommen zur zweiten Frage für Natalia und Elton. Physik des Alltags, da trauen wir uns mal ran. Es ist quasi Essen und Trinken. Ja, also. Warum schmecken Pommes nicht mehr, wenn sie kalt geworden sind? A. Wasser verlässt die aufgeblasene Stärke und verändert die Dichte. B. Abkühlende Dextrose sorgt für eine Verklumpung der Fettsäuren. Oder C. Erstarrtes Protein verwandelt sich in geschmacksneutrales Phosphat. Ich würde sagen, boah, das klingt alles. Sofort. Ich liebe Pommes. Und ja, kalte Pommes schmecken überhaupt nicht. Och. Also wirklich nicht. Kommt auf die Tageszeit an, oder? Stärke. Also, Wasser verlässt die aufgeblasene Stärke und verändert die Dichte. Also warum sollte sich dann der Geschmack verändern, wenn sich die Dichte ändert? Das geht mir noch nicht mir auch nicht. In den Sinn. Und selbst wenn Wasser schmeckt ja auch neutral, das Wasser verlässt die, also verstehe ich nicht. Warte mal, Dextrose ist... Ist Dextrose nicht Zucker irgendwas? Fructose, Dextrose... Abkühlende Dextrose sorgen für eine Verklumpung der Fettsäure. Gut, dann verklumpt die Fettsäure. Und dann schmeckt das eigentlich noch viel besser, wenn die Fettsäure verklumpt ist. Weißt du... Gut. Ja, also du warst sofort bei C. Ich kann mir den anderen Kram nicht so gut erklären. Vielleicht können wir. Ich finde es logisch. Ich finde es wirklich sehr, sehr logisch und vor allem auf den Geschmack bezogen. Sehe ich auch nicht. Also wenn Wasser irgendwie die Stärke verlässt. Ja, mir macht nur Sorge, weil da geschmacksneutral steht, ob die uns damit nicht in die Irre führen wollen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Du meintest aber C, das klang gut. Dann nehmen wir C. So einfach ist das. Ja. Guck mal, mit einer Frau an seiner Seite ist der Elton auch konsensfähig. Forscher der American University in Washington D.C. klärten auf, warum abgekühlte Pommes frites nicht mehr schmecken. Die Form der enthaltenen Stärke könne man sich wie Kristallkugeln vorstellen. Beim Frittieren dringt Wasser in diese Kugeln ein, worauf sie sich wie Ballons aufblähen und für eine fluffige Konsistenz sorgen. Diese Dichteveränderung wird als sehr schmackhaft empfunden. Kühlen die Pommes ab, entfernt sich das Wasser wieder aus den Stärkekugeln. Die einzige Lösung: schnell aufessen. Bevor sie kalt werden, aufessen. Ja, gut. Empfunden werden, also das ist mehr eine optische Geschichte oder was. Aber nee, gut, okay. Nee. Ja. Ja. Nee, schmecken ja schon auch anders, ne? Ja. Ja. Also wie Kartoffeln. Aber ja. Proteine wäre schön gewesen, weil dann hätte es jetzt zum Proteinshake auch mit Pommesgeschmack geben können. Mach ich eigentlich noch. Ich mache mir mal einen Smoothie aus. Also egal. Aus kalten Pommes. Ne? Es bleibt erstmal bei 500 Euro. Nein. Der schwersten Kategorie. Okay. Komm, sie nehmen, wenn du willst, wenn du Bock hast. Lass mal probieren. Wir nehmen, was bin ich? Verrückter Hund. Schauspieler fragen sich, glaube ich, noch viel häufiger, wer bin ich? Ja. Ja. Bin ich? Wo bin ich auch? Wo bin ich? Ja, bin ich überhaupt? Warum? Ja, und wenn ja, warum nicht? Mietzellenwasser. Danke. Ich habe dir gesagt, dass das... Ja. Kommt beim Abschminken zum Einsatz. B. Stammt von Jahrtausende alten Eisbergen. Oder C. Fließt in den menschlichen Lymphbahnen. Was ist dein Tipp? Ich würde C sagen. Ganz spontan glaube ich, ist C. Stammt von Jahrtausende alten Eisbergen. Das hat bestimmt. Unwahrscheinlich. Mietzellen. Das hat, was sind Mietzellen? Was sind Mietzellen? Vielleicht sind Mietzellen eine bestimmte Form. Wo kommt denn das Mie her? Mie. Wo gibt's das noch? In welchem Fachbegriff? Mieze Katze. Mie.
Mimose. Mie. Oder kommt beim Abschwingen zum Einsatz? Nee, Mizellenwasser. Also ich wäre auch sofort bei C gewesen. Mizellenwasser. Na, dann bin ich auch sofort bei C. Also du bist auch Schauspieler. Spiel doch mal so, als hättest du richtig Erfahrung. Was? Würde ich was C nehmen? Denn? Ah! C natürlich. Das, ich würde auch C nehmen. Das siehst du. Komm, lass abschminken. Hast du schon mal Mizellen? Oder kann das sein, dass das ein spezielles Wasser ist, was besonders fein ist, weil das in die Zellen der Haut eindringt und auch die Poren sauber macht? Man wird ja nicht mit Wasser abgeschminkt, sondern, wir wissen Abschminke. Und lass uns, wir bleiben, bei unserem C. C. Wir wollen es mal spannend halten. Die in Mizellenwasser enthaltenen Mizellen bestehen aus Tensiden mit einem fettlöslichen Kern und einer wasserlöslichen Hülle. Auf ein Wattepad gegeben, entfernen die wasseranziehenden Teile Schmutzpartikel und sorgen für ein nicht fettendes Gefühl auf der Haut. Der fettanziehende Kern entfernt, ähnlich einem Magneten, Make-up-Reste und Talgpartikel von der Haut. Auch wenn es sich, chemisch betrachtet, nur um Seife handelt, wird die Haut ohne viel Rubbeln porentief gereinigt und mit Feuchtigkeit versorgt. Ja. Noch nie gehört, muss ich auch sagen. Ich bin auch schon das eine oder andere Mal abgeschminkt worden. Mizellenwasser. So, nächste Kategorie. Trick 17. Womit lässt sich im Notfall ein gekipptes Fenster von außen öffnen, wenn sich jemand ausgesperrt hat? Einschlagen. Das wird die erste Frage sein, deren Antwort nicht gezeigt wird. A. Gabel und Schuh. B. Handcremetube und Kugelschreiber. Oder C. Kordel und leere Rolle Küchenkrepp. Was? Gekipptes Fenster von außen öffnen, wenn sich jemand ausgesperrt. Gekipptes Fenster. Das heißt, man hat ja diesen Hebel oder etwas, was auch immer das ist, zum Aufmachen. Und das muss man ja wieder quasi. Ja, aber warte mal. Naja, du, das machst, ist ja meistens ist es doch, wenn das gekippt ist, ist das Ding nach oben. Ja. So, ich kann mir vorstellen, dass die Rolle Küchenkrepp, dass die Pappe du da rauflegst. Ja. Dann hast du einen längeren Hebel und mit der Kurbel kannst du das ziehen. Aber wenn du. Aber du musst das ja schließen wahrscheinlich erst, oder? Nö. Doch, wenn es gekippt ist, dann kannst du es ja meistens nicht. Weißt du, was ich meine? Dann kannst du es ja gar nicht drehen. Nee, wenn das du. Das Fenster muss zu sein und dann. Also ich kenne Kippfenster, wenn du die halbwegs. Also wenn du den Hebel halbwegs umhast, dann geht das einen Spalt auf und du kannst da durchflutschen. Das war früher bei meinem Kinderzimmer so. Das heißt, wenn ich irgendwann nachts nach Hause gekommen, aber ich kam mit der Hand dran. Deswegen macht auch meine Theorie keinen Sinn, weil wenn du schon mit der Hand dran kommst, warum sollst du dann eine Rolle. Also, so. Gabel und Schuh. Das ist aber ein komisches Kippfenster, wo man reingreifen kann und dann den Griff aufmachen kann. Handcreme, Tube und Nee, wenn das Fenster gekippt ist, dann ist hier, ist hier die Halterung. Ja. Und die ist ja nach oben. Ja. Und ich konnte dann reingreifen und dann kippst du das Fenster wieder ein bisschen zurück. Ja. Dass es so halbwegs eine Halterung ist und dann kannst du es nämlich ein bisschen drehen. Ja. Und dann geht das einen Spalt auf und ich war damals nicht ganz so dick wie heute. Nein. Und konnte dann da durchflutschen. So. Also die Kordel macht für mich auch Sinn, weil. Bist doch nicht dick, Elton. Sag nicht immer sowas, das ist nicht schlimm. Nee, ich bin untergroß. Ja. Sag lieber stabil. So, B macht für mich also gar keinen Sinn. Handkrebe, Tube und. Ich meine, Natalia, die könnte durch ein gekipptes Fenster so rein und raus. Frontal. Hm? also ich glaube, aber es ist meine simple Vorstellung, man muss es ein Stück kippen. Also du kannst ja mit der Hand rein und den Fenstergriff drehen. So, da bräuchte man ja nichts dafür. Das heißt, man muss es, glaube ich, wirklich, ich würde sagen, schließen, mit der Kordel irgendwie ziehen und den Griff quasi drehen. Und die Kordel ist ja die Verlängerung. Also das ist ja doch C. Denn als Küchenkrepp ist. Aber Küchenkrepp, Rolle, die Rolle. Ja, das ist leer, das ist die Pappe. Die Pappe, genau. Die ist stabil. Die ist die Verlängerung vom Hebel. Und wenn du das hast, dann machst du das Fenster zu, du ziehst die Kordel. Genau, ja. Ja. Weil mit der Gabel, mit dem Schuh, was will ich denn mit der Gabel? Mit dem Schuh? Warte mal, wobei, ich greife mit der Hand rein. Auf der Hand ist mein Schuh. Den also ein Handschuh. Ein Handschuh. Den Schuh hänge ich dann an den Griff. Ja, was will ich? Und mit der Gabel ziehe ich am Schnürsenkel. Und sie und dann, ja. Ich finde C besser. C. Wir nehmen C. Und gerade jetzt, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, meine Damen und Herren, immer die Fenster schön geschlossen halten, wenn Sie das Haus verlassen. Wer sich schon mal von zu Hause ausgesperrt hat, kennt das Dilemma.
Der Zweitschlüssel ist ebenfalls in der Wohnung, der Partner auf Geschäftsreise. Der Trick? Einfach eine Kordel durch die Papprolle ziehen und diese in den offenen Fensterspalt werfen. Mit den Schnurenden kann die Rolle Richtung Knauf dirigiert werden. Jetzt über den Griff stülpen und das Fenster schließen. Zieht man jetzt an der Schnur, dreht sich der Griff durch die Zugkraft in die Horizontale und das Fenster öffnet sich. Wie gesagt, jetzt einmal mehr, wo wir den Trick unter die Leute gebracht haben, immer schön die Fenster schließen, wenn sie aus dem Haus gehen. Vor allem in Berlin. So, ihr steht bei 1000 Euro. Hm? Nächste Kategorie. Ja, genau. Wir nehmen im Garten. Im Garten, weil unser Publikum will ja mitmachen. Mhm. Der Unterschied zwischen Licht- und Dunkelkeimern besteht darin, A, wie viel Licht die ausgewachsene Pflanze am Tag braucht, B, zu welcher Jahreszeit sie gesät werden müssen oder C, wie tief die Samen in die Erde müssen. Ach, das ist ja spannend. Also, es geht um welche, die bei Licht keimen und die anderen, die in der Dunkelheit keimen. Ja. Und was ist der genaue Unterschied? Und keimen heißt ja, wenn sie rauskommen aus der genau, dann steht Samen, die da. Ne? So. So, also das heißt, die A, was, der ist das total egal, was sie als Kind gemacht hat. Zu welcher Jahreszeit sie gesät werden müssen. Das ist doch... Also wenn die beide gleich tief in der Erde sind, ist doch wurscht, ob das Winter, Frühling, Sommer oder Herbst ist. Denke ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass das C ist. Es gibt welche, die legst du drauf. Und welche, die sind sehr tief. Die sind wirklich dunkel, bei denen ankommen vielleicht Lichtreste hin. Licht- und Dunkelkeimer, also... Natürlich, du hast natürlich, wenn du jetzt... Klar, es gibt Unterschiede, wie tief man, also Spargel muss ja, oder bestimmte Sachen müssen ja auch angehäuft werden, ne? Damit, also muss die Erde angehäuft werden. Da legst du nur knapp drüber, aber komm, da ist es noch manche nicht ganz. Du hast auch recht, du hast natürlich im Winter weit weniger Licht als im Sommer. Und vielleicht gibt es Pflanzen, die kann man, aber das ist doch was fürs Publikum, oder? Wie viel Licht braucht die Pflanze am Tag? Ausgewachsene Pflanze und Keimer, ist Quatsch, hat nichts miteinander zu tun. Zu welcher Jahreszeit sie gesät werden muss, nee, C. Was meinst du? Bist du echt sicher? Ja. Also ich bin mir gar nicht sicher, aber wenn du dir sicher bist, würde ich dir folgen. Ich bin mir sicher, dass ich mir sicher bin. Das dann ist C. Nehmen wir C. Ja, aber ich finde, diese Sicherheit, die er da gerade gezeigt hat, die hat der Milan sehr überzeugend gespielt. Samen lassen sich in Licht- und Dunkelkeimer unterscheiden. Samen von Dunkelkeimern, wie beispielsweise Eisenhut und Rittersporn, werden vollständig mit Erde bedeckt. Denn kurzwelliges, helles Licht hemmt das Wachstum dieses Saatguts. Samen von Lichtkeimern wie Lavendel und Margerite hingegen werden nur leicht auf die Oberfläche der Erde gedrückt, denn sie keimen am besten unter Lichteinwirkung. Verantwortlich dafür sind spezielle Proteine, die auf Lichtreize reagieren. Siehst du, Mila, wenn deine Frau nicht eh schon stolz auf dich ist, ja, jetzt darf sie es auf jeden Fall mal sein. Ne? Sehr gut, ihr steht bei 1500 Euro und ihr bleibt hoffentlich dran. Unser Körper. Ja, unser Körper. Was kann bei akutem Sodbrennen helfen? A. Trinken eines Orangensafts ohne Fruchtfleisch. B. Essen von glutenfreien Nudeln oder C. Kauen eines zuckerfreien Kaugummis. Okay. Boah, also Orangensaft ohne Frucht, ist das nicht egal? Also, so Orangensaft ist trotzdem eine Säure. Ich ja, glaube, würde ich auch sagen. Das ist, glaube ich, gar nicht gut, wenn Nein. Orangensaft. Glutenfreie Nudeln. Kauen eines zuckerfreien Kaugummis. Bei Kaugummi-Kauen wird da quasi etwas erzeugt. Speichel, viel Speichel. Viel Speichel. Hast du noch nie Sodbrennen gehabt, Ed? Oh, ich hab andauernd Sodbrennen. Ja, aber dann ist ja wichtig, dass wir die Frage mal stellen. Das ist ja eben. Milch, dachte ich. Milch oder Nüsse. Also Fett. Aber nee, Nudeln, nee. Das kenne ich. Mhm. Ich würde zu C tendieren, weil sich einfach, wenn man kaut, ein Antisaft im Magen bildet.
Der Saft. Ich weiß es nicht, wirklich. Aber glutenfreie Nudeln. Was glutenfrei? Die Frage ist, warum zuckerfrei? Also weil Zucker an sich auch nochmal schädlich ist, also oder das fördert, das frage ich mich. Und warum ausgerechnet Kaugummi? Du kannst ja auch, also... Drops lutschen? Wahrscheinlich ist im Kaugummi irgendein... Drops lutschen oder irgendwann auf was anderes kauen. Auf jeden Fall, dass Speichel erzeugt wird. Das kann natürlich sein. Speichel... So, pass auf. Wir haben ja noch das, noch das Publikum. Genau. Ah. Super. Also, A schließen wir aus. Warum nicht glutenfreie Nudeln? Also warum nicht? Ich kann mir B und C auch vorstellen, wir wissen es beide nicht, wir fragen mal das Publikum. Fragen das Publikum. Vielleicht hat das irgendeiner schon mal gehört, gelesen, Apothekenumschau oder so, hat keine Ahnung. Hm? Aha. Ah. Ah. So. Wir retten das. Es kommt keiner dazu. Dann jeder St. Pauli-Freund von Elton. Ja, grüß dich. Guten Abend. Ja? Sergej aus Wendhoff. Ich bin als Letzter aufgestanden, nur weil ich zu 90% sicher bin. Aha. Du hast auch Sodbrennen? Ich habe andauernd Sodbrennen. Aha. Das Einzige, was hilft, ist Buttersalz. Oder aber auch beim Autofahren habe ich Kaugummis. Und wenn ich die kaufe, wird es besser. Okay. Und deswegen bin ich aufgestanden. Mhm. Gut. Antwort C ist eingeloggt, Sergej. Aufsteigende Magensäure ist häufig Ursache von Sodbrennen, welches sich in saurem Aufstoßen, Druckgefühl oder Brennen hinter dem Brustbein äußert. Laut einer amerikanischen Studie hilft in dem Fall tatsächlich das Kauen eines zuckerfreien Kaugummis. Das ständige Kauen regt den Speichelfluss an. Dieser neutralisiert die Säure im Hals, sodass das lästige Brennen aufhört. Laut den Forschern lässt ein einstündiges Kaugummikauen die Beschwerden für etwa 3 Stunden verschwinden. Glückwunsch, richtige Antwort. Dankeschön, viel Spaß noch, viel Erfolg. Danke. Und es kommen 500 Euro dazu. Und damit stehen Natalia und Elton auch bei 1500 Euro. Wir finden das Fragezeichen. Du sagst immer wir, du sagst immer wir. Ja. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja. Die 1974 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit eines amerikanischen Psychologen zum Thema Schreibblockade A war in den 1980er Jahren das meistgefragte Buch in Hollywood, B besteht aus einem fast leeren Blatt Papier oder C inspirierte Stephen King zu einem seiner größten Erfolge. Ist doch klar. Ist doch klar. Ja, absolut nämlich klar. C, Shining. Ja, Shining. Ist doch das ist Stephen King. Ja, Stephen King. Ja, genau. Ist ein Autor? Ja, klar. Jack Nicholson, also als Autor, der Schreibblockade hatte. Eine Schreibblockade hatte. Es kann nur C sein. Oder? C. Hm? Aber ich sage euch nur eins. Elton hätte gesagt, das ist ihm sein, zu einfach. Wäre aber vielleicht zu einfach. Okay, gut. 1974 hatte Dennis Upper es satt. Nachdem ein renommiertes Fachblatt für Verhaltensanalyse bereits 2 seiner Arbeiten abgelehnt hatte, reichte er dort einen besonderen Artikel ein. 8 Seiten, die außer seinem Namen und der Überschrift nichts enthielten. Der als Streich gedachte Artikel zum Thema Schreibblockade wurde tatsächlich veröffentlicht, erschien jedoch in arg gekürzter Form auf nur einer Seite. Hm? Antwort B ist die richtige. Hm? Aber Milan, das zeigt einmal mehr, das ganze Team hier macht sich natürlich viele Gedanken auch um die beiden nicht richtigen Antworten. Ja, ja, natürlich. Ja? Klar. Und da seid ihr ihnen ein bisschen auf den Leim gegangen. So, es bleibt bei 1500 Euro. Ihr könntet jetzt in Führung gehen. Tiere nehmen wir. Tierisch. Biologen vom Max-Planck-Institut haben festgestellt, dass Fledermäuse A. für ihre Jungtiere Spielplätze bauen, B. senkrechte, glatte Flächen meist nicht als Hindernis identifizieren oder C. sich nur mit Artgenossen paaren, die den gleichen Dialekt sprechen. Das ist wirklich schwer. Schöne Frage. Puh. Also, senkrechte, glatte Flächen meist nicht als Hindernis identifizieren. Also das wäre ja echt hammerhart. Vor allen Dingen, das hätte man noch aber vorher. Also ich meine, Häuserwände sind senkrecht und glatt. Die würden ja andauernd dagegen fliegen. Eben.
Das heißt, also das hätte man schon vorher gesehen, wenn die Fledermäuse die ganze Zeit gegen Häuser... Außerdem hat das doch mit Schallwellen zu tun, oder? Die dagegen, also die nehmen doch Schallwellen wahr, ja. Richtig? Und wenn die von der Wand quasi abgestoßen zurückkommen, ich erkläre ja. Das wahrscheinlich total bescheuert alles. Überhaupt nicht. Aber so genau sehe ich das. Ich bin fasziniert. Deswegen sage ich ja, das ist doch, also wenn das glatt senkrecht ist. Ich habe mal eine Doku geschaut über Fledermäuse und fand die tatsächlich sehr verspielt und lustig und fröhlich und so absurd es klingt, Spielplätze, wie auch immer die aussehen natürlich, würde mir vom, wäre das irgendwie eine fröhliche Antwort, die mich glücklich machen würde, aber Dialekte, wie unterhalten sie sich? Naja, die quieken, ne? Die quieken ja auch. Es kann natürlich auch gut sein, dass die unterschiedlich... Ja, aber dann quiekt der anders und sagt, nee, du kommst mir nicht ins Bett. Finde ich auch ein bisschen komisch. Also ich kann... Ich finde aber auch ganz süß irgendwie. Die machen da irgendwas... Also irgendwas bauen? Ja, wir nehmen A. Ja. Jetzt freue ich mich richtig auf den Film. Oh, so süß. Fledermäuse haben eine ausgeklügelte Echoortung, die sie sicher durch die Luft navigiert. Wie eine neue Studie zeigt, tun sie sich mit senkrechten, glatten Flächen wie Glasfassaden jedoch schwer. Solche in der Natur kaum auftretenden Strukturen wirken wie ein akustischer Spiegel, der alle nicht im rechten Winkel eintreffenden Schallwellen von der Fledermaus wegreflektiert. So entsteht für sie die Illusion eines freien Flugwegs. Erst nahe dem Hindernis nehmen die Tiere wieder ein Echo wahr. Dann ist es häufig zu spät, um noch auszuweichen. Hätte ich niemals für richtig muss man sagen, Natalia war auf dem richtigen Weg, ne, anfangs. Ne, hast das, ne, mit den Schallwellen und so. Ne, aber ihr habt nicht den richtigen Schluss draus gezogen. So, es bleibt bei 1500 Euro. Wir haben noch zwei Kategorien. Erfinder und Zahlen, bitte. Erfinder. Weil der Erfinder der Karaoke-Maschine versäumte, ein Patent anzumelden, verdiente er sein Geld mit A. erschwinglichen Ohrschützern, B. Halsbonbons für eine bessere Stimme oder C. Pestiziden, um die Maschinen vor Schädlingen zu schützen. Bin ich froh, dass wir noch das Publikum haben. Ja, wirklich. Das ist ja abgefahren. Also erschwingliche Ohrschützer. Klingt unwahrscheinlich. Habt ihr Karaoke-Erfahrung? Nee. Doch, ich schon. Ja? Ich habe den Elton schon singen sehen. Das ist eine Erfahrung. Ich bin über Karaoke zur Moderation gekommen überhaupt. Echt? Ja. Hast du Karaoke moderiert oder moderiert. Hast du Karaoke dann? Ich kann nicht wirklich singen und die einzige Aufgabe war immer, wenn keiner singen wollte, dann habe ich gesungen und dann habe ich den Leuten immer gesagt, ab jetzt kann es nur noch besser werden, traut euch. Und wo hast du da moderiert? Auf verschiedenen Diskotheken, so, auf Straßenfesten, ja? Auf Firmenfeiern. Ja, richtig. Mucke. Gibt's da Videos von? Ja, es könnte sein, so das eine oder andere. Liebe Zuschauer, wenn jemand von Ihnen noch zu Hause einen Super-8-Film hat, wo wir sehen, dass der Kai Pflaume eine Karaoke-Veranstaltung moderiert, ich will's sehen. Sehr gespannt. Also, Ohrschützer. 9B6, Joe Cocker, You Are So Beautiful. 9B. Da musste man immer so eine Nummer ansagen. Da gab es so einen Liedkatalog und da musste man die Nummer ansagen. Und dann hat er. 9 ist der Katalog, B ist die Seite und 6 dann hat der Karaoke-DJ dann das jeweils aufgespielt. Also, ich vom Gefühl, ich bin bei A, du bist bei. Du kannst das andere ich glaub, sagen. Ich glaube, ich bin auch bei A, ja. Weil. Pestizide, also Pestizide, Schädlinge. Vor Schädlingen, also das ist ja... Das ist ja der wollt ihr jetzt das Publikum wirklich außen vor lassen? Nein, auf gar keinen Fall. Oh, da kann ich ja schon mal das Mikrofon holen. Ja, kannst du schon mal machen. So, wie würdest du es ansagen, Hans-Karaoke? Meine Damen und Herren, jetzt hier auf der... You are so beautiful to me, can't you see? Meine Damen und Herren, und jetzt hier auf unserer Showbühne das Publikum. Ab jetzt kannst du noch besser werden. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie dran. Hat das mal einer gesehen, gelesen, gehört? Wenn keiner will, genau.
Das ist die richtige Einstellung. Ja? Grüß dich. Hallo. Wie heißt du? Paul? Paul. Hast du schon mal Karaoke gesungen, Paul? Ja, einmal. Ja? Wo war das? Bei der Bundeswehr. Grauenhaft. Ja? Hat Alkohol dabei eine Rolle gespielt? Nee, leider nicht. Leider nicht. Weißt du noch, was du gesungen hast? Befohlene Fröhlichkeit war das. Befohlene Fröhlichkeit? Ja, bei der Bundeswehr, befohlene Fröhlichkeit. Von 17.15 Uhr bis 20 Uhr. Ja, aber gibt's sowas wirklich? Ja. Ja, ehrlich. Ja, aber weiß ich gar nicht mehr, was war das denn? Ich glaube, der kleine grüne Kaktus oder so. Mhm. Ah, okay. Ein kleiner aber ehrlich Kaktus gesagt, ich glaube, es ist C. Ja? Glaube ich. Also, dein Gefühl? Mein Gefühl. Ja, alles klar. Keine Ahnung, werden wir sehen. Gut, Paul, du hast Antwort C eingeloggt. Auch bei uns ist hier immer von 18 bis 18.45 Uhr befohlene Fröhlichkeit im Ersten, meine Damen und Herren. Daisuke Inoue erfand 1971 die Karaoke-Maschine und schuf damit ein weltweites Phänomen. Das Time Magazine betitelte ihn sogar als einen der einflussreichsten Asiaten des 20. Jahrhunderts. Leider sah er den riesigen Erfolg damals nicht voraus und ließ sich seine Erfindung nicht patentieren. Er schöpfte daher kaum Gewinne daraus. Profit machte er lediglich, indem er ein Pestizid vermarktete, das die Karaoke-Maschinen vor Ungeziefer schützte. Feine Jürgen! Cool. Paul, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, sehr gut! Sag mal, Milan, ganz kurz, bevor du dich setzt, hast du wirklich einen Schnürsenkel als Gürtel? Das wäre ein bisschen langer Schnürsenkel, ne? Ja, aber sowas Ähnliches. Ist, ein Lederband. Nicht schlecht. So, ihr steht damit jetzt bei 2000 Euro. Da könntet ihr jetzt noch hinkommen, wäre wichtig. Aus der Kategorie Zahlen bitte die letzte Frage. Gut jeder neunte deutsche Urlauber. A. Ist mit seinem Hotel unzufrieden. B. Fliegt nach Mallorca. Oder C. Verreiste im Sommer 2017 allein. Okay. Oh, das kann auch wieder alles sein. Ja, kann alles sein. Aber jeder neunte alleine ist, glaube ich, nicht. Oder? Sagen wir so, pass auf, was haben wir? 80 Millionen Einwohner. Sagen wir mal jeder zehnte, dann sind das 8 Millionen. Ist das richtig? So, 8 Millionen mal 10 sind 80 Millionen. Ist das richtig? In Mathe bin ich ganz schlecht. So, 8 also 8, sagen wir, genau. Also 8 Millionen. 8 Millionen Deutsche. Fliegen nach Mallorca? Fliegen ist nach das, Mallorca. 8 Millionen ist wenig, oder? Wahrscheinlich dann. Verreist im Sommer allein. Jeder neunte ist mit seinem Hotel unzufrieden. Ich würde auf mehr tippen. Weil die Deutschen sind immer unzufrieden. Die sind immer am Nörgeln und immer. Und irgendwas passt denen nie. Also würde ich A ausschließen. Da würde ich fast sagen, jeder Dritte ist mit seinem Hotel unzufrieden. Würde ich auch sagen. So, fliegt nach Mallorca. Das ist viel. Ist die Frage, ob... Wahrscheinlich ist es aber C. Die sind alleine. Jeder 8 Millionen Singles. Oder was weiß ich mal, alleine. Ja, dann lass uns C versuchen. Ja? Nein? Lass uns C nehmen. Ja. C. Ihr habt aber die Frage schon richtig gelesen, ne? Da steht nicht jeder neunte Deutsche. Was? Jeder neunte deutsche Urlauber. Deutsche Urlauber. Nicht jeder Deutsche macht ja jedes Jahr Urlaub. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, aber ich glaube, ich würde trotzdem zählen. Deutsche Urlauber. Die Internationale Hochschule in Bad Honnef führte im Oktober 2017 eine für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentative Umfrage durch. Die Ergebnisse? Etwa jeder dritte Urlauber verreiste im Sommer 2017 bis zu 7 Tage. Länger als 2 Wochen waren nur 19% unterwegs. Knapp die Hälfte der Befragten verbrachte den Sommerurlaub mit dem Partner. Aber auch ohne Begleitung zu verreisen schien für viele Menschen eine Option zu sein. Gut jeder neunte Deutsche gab an, im Sommer 2017 alleine verreist zu sein. Richtige Antwort. Damit nochmal 500 Euro dazu. Und wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard Urlaek und Milan Peschel, 2000 Euro erspielt. Natalia Avelon und Elton, 2000 Euro erspielt. Gleichstand vor dem großen Finale.
Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Serien. Und wir haben hier Schauspieler an Bord, ne? Ja. Deutsche Serie. Bin ich mal gespannt. Wie viel setzen wir? Entscheide du. Okay. Gut, mach. Ja, oh Gott, das ist aufregend. Also Serien. Okay. Jetzt kommt sowas wie Denver. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Wo wohnt Ekel Alfred Tetzlaff? A. Kassel-Brauxel, B. Bochum-Wattenscheid oder C. Wanne-Eickel? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben einen Tipp abgegeben. Aber keine Ahnung. Milan wusste das bestimmt. Nee, er hat Köln. Wir haben Köln gesagt. Hm? Ja, ich dachte immer, es ist in Köln. Ich dachte immer, es war in Köln. Ich dachte, ey, wenn jetzt eins aus dem Ruhrgebiet kommt, das wäre geil. Ja. Und dann kommen drei aus dem Ruhrgebiet. Kommen drei aus dem Ruhrgebiet, ja. Und das war gar nicht. Aber Milan, da bist du und natürlich auch ein bisschen benachteiligt. Ne? Das ist so ein Stück Fernsehgeschichte, was du, wir nicht ganz. Ach doch, ich hab's ja gesehen. Also vor allem die Folge mit dem Karneval ist mir gut in Erinnerung. Deswegen dachte ich, Karneval, ich hatte auch immer Radio, Fußball, FC und sowas gehört. Deswegen da war ich auch sofort bei Köln. Ja, ja. Na. Tja. War der FC-Fan? Auch wenn ihr sagt, ihr habt geraten, ihr habt euch für eine Antwort entschieden. Scheiße. Ihr habt einen Geldbetrag eingesetzt. Und wie diese Sendung ausgeht, erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir stehen kurz vor der Entscheidung dieser heutigen Folge. Wer weiß denn sowas? Milan Peschel ist zu Gast mit Bernhard Hoecker im Team. 2000 Euro erspielt. Und Natalia Avellon mit Elton im Team haben auch 2000 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Wo wohnt Ekel Alfred Tetzlaff? A. Kassel-Brauxel, B. Bochum-Wattenscheid oder C. Wanne-Eickel. Jetzt wollen wir erst mal gucken, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Milan haben gesetzt 2000, alles. Elton und Natalia haben gesetzt 2000, alles. Aber Obacht, Vorsicht, ihr wisst noch nicht, auf welche Antworten es hinausläuft. Bernhard und Milan haben getippt, geraten, wie sie gesagt haben, und sind zum Schluss gekommen. Antwort B. Elton und Natalia, auch sehr unsicher, haben getippt auf Antwort B. Das war ja klar. Der erfahrene Zuschauer weiß, entweder gehen wir ins Stechen oder alles ist weg, denn beide Teams haben ja alles gesetzt. Ekel Alfred in der ARD-Serie Ein Herz und eine Seele lebt mit seiner Familie in Deutschland. Kastrop-Rauxel. Im Ruhrgebiet. In Bochum-Wattenscheid. Das heißt, Milan, Natalia, jetzt muss ich euch in die Tiefen des Regelwerks einführen. Beide Teams haben jetzt 4000 Euro auf dem Konto. Es kann aber nur ein Team gewinnen. Das heißt, wir kommen jetzt zum Stechen. Eine Schätzfrage für beide Teams. Wer näher an der richtigen Antwort dran ist oder die richtige Antwort weiß, der gewinnt diese Sendung. Alles, was wir wissen, ist, eines der beiden Teams wird 4000 Euro gewinnen und das Publikum hinter sich glücklich machen. Hier ist die Entscheidung.
Wie viele Zuschauer haben im größten Fußballstadion Deutschlands Platz? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Darf ich was einkaufen? Ja. Keine Ahnung, das ist echt. Das ist hart. Ich zähl auf dich. Aber hat Berlin nicht mehr? Oh. Seid euch jetzt super. Bei einem so, was glaubt ihr denn, welches Stadion das größte in Deutschland ist? Ich glaube München. Du glaubst München? Allianz Arena. Mich fragt Allianz Arena. Was denkst du? Größtes Stadion, größtes Fußballstadion in Deutschland? Von der Kapazität? Ist es Berlin? Ist es Dortmund? Ist es? Was habt ihr gesagt? Allianz Arena? Ja. Allianz Arena, dachte München, ich. München, Berlin oder Dortmund? München, Berlin oder Dortmund? Berlin, so, schauen wir mal, was ihr getippt habt. Bernhard und Milan haben getippt. Es sind 70.000. Was habt ihr? Elton und Natalia haben getippt, es sind 66.000. Oh Gott. 80.000 sagen wir. 80, das ist. Ich wollte 75 eintippen. Ich hätte 80. Bin ich jetzt schuld? Warte doch mal. Warte doch. Die größten Fußballstadien in Deutschland sind das Olympiastadion in Berlin auf Platz 3, die Allianz Arena auf Platz 2 und das größte ist der Signal Iduna Park in Dortmund mit 81.360 Zuschauern. Bernhard und Milan gewinnen 4.000 Euro. Glückwunsch. Danke. Gelungene Premiere. Fußballfrage. Mit einer Fußballfrage. Ja. Ja. Ah, ja, 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 ja. Liebe Natalia. Ja, scheiße. Vielen Dank. Ich glaube, bei Elton bedanke ich mich später nochmal. 4.000 Euro heißt für jeden von euch 55,56 Euro. Das hat sich heute durchaus gelohnt. Also, Glückwunsch den Siegern. Ja, gelungene Premiere für Milan Peschel. 55,56 Euro auch für unsere drei App-Mitspieler, die heute gewonnen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sagen danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend noch. Bei allem, was Sie so vorhaben. Danke, bis nächste Woche. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Tschüss.